liebe Anwesende aus nah und fern, wie jedes Jahr um diese Zeit kommen wir an dieser Stätte zusammen, um jener zu gedenken, die sich für unsere Heimat eingesetzt und auf schicksalshafte Weise ihr Leben verloren haben. Sepp Kerschbaumer, Luis Amplatz, Franz Höfler, Toni Goschner, Kurt Welzer und Dirk Klotz. Wir möchten auch jener Kameraden gedenken, die eine Strecke des Weges mit uns gegangen sind und auch schon lange nicht mehr unter uns sind. Eine solche Gedenkveranstaltung soll immer auf Anlass sein, einige grundsätzliche Gedanken auszusprechen und Tatsachen in Erinnerung zu rufen. Aus zwei Gründen möchte ich mich näher mit Sepp Kerschbaumer befassen. Erstens ist Kerschbaumer bei den Gedenkveranstaltungen um die Feuernacht ziemlich in den Hintergrund gerückt. Zweitens hat Sepp Kerschbaumer Grundsätze vertreten, die heute noch gültig sind. Es steht außer Zweifel, dass er es war, der den Impuls für den Aufbau einer landesweit vernetzten Organisation gegeben hat. In der Anfangszeit sollte diese Organisation, die damals noch keinen Namen hatte, nur einen passiven Widerstand leisten. Erst als man zur Erkenntnis kam, dass der Kampf gegen die Majorisierungspolitik Roms mit den Waffen des Geistes nicht aufzuhalten war, ging man zum Sprengstoff über. Auch in dieser Phase gab Kerschbaumer die Richtung und die Strategie vor. Er war ein Mensch mit Sinn fürs rechte Maß und das politisch Machbare. Er war der Ansicht, dass man nur das machen dürfe, was man sich vor sich selbst, vor der Welt und vor Gott verantworten kann. Daher bestand er auch darauf, dass Menschenleben geschont wurden. Nach der großen Verhaftungswelle im Juli 1961 war es ihm ein Anliegen, den Prozess eine politische Note zu geben. Dies sei noch ein Dienst, den wir in unserer Lage noch für die Heimat leisten können. Auch hier gab er durch sein Verhalten die Richtung vor. Gleich zu Beginn seiner sich über zwei Tage hinziehenden Einvernahme vor dem Schwurgericht in Mailand erklärte er: Für alles, was geschehen ist, übernehme ich die Verantwortung. Dies hört sich einfach an, vergegenwärtigt man sich aber die Anklageschrift, dann erfasst vielleicht einigermaßen, welche Last er damit auf seine Schultern genommen hat. Die Staatsanwälte jedenfalls konnten ihm eine gewisse Anerkennung nicht versagen. So schrieb der Staatsanwalt Antonio Corrias in seiner Anklageschrift: Kerschbaumer ist ohne Zweifel der Chef des Befreiungsausschusses Südtirols. Er weiß, dass er es ist und er weiß es auch zu sein. Und der Staatsanwalt Mauro Cresti musste beim Prozess in Mailand zugeben, dass der Staat in Südtirol viele Fehler gemacht habe. Die Angeklagten hätten aber die falschen Mittel und sich dadurch vor dem Gesetz schuldig gemacht. Das Gericht verurteilte Sepp Kerschbaumer zu 15 Jahren und 11 Monaten Gefängnis. Am 7. Dezember 1964 ist er im Gefängnis
von Verona gestorben. Es gehört zur Tragik seines Schicksals, dass er den Erfolg seines Einsatzes nicht erleben konnte. Er nahm das Urteil gefasst und mit Würde zur Kenntnis. Am Geschehen in Südtirol nahm er weiterhin Anteil bis zum letzten Atemzug. An den Spaltungstendenzen, wie sie in den 60er Jahren unter den Südtiroler Volksgruppen wiederholt aufgetreten sind, litt er schwer. Im Grundsätzlich, so seine Ansicht, muss sich eine ethnische Minderheit einig bleiben. Zerfällt die Einheit, so zerfällt auch die Abwehrkraft. Diese einfache Wahrheit hat erst in den vergangenen Wochen eine Bestätigung erfahren. Auf die Aussage Montis, dass Südtirol eine interne Angelegenheit sei, hätte Südtirol mit einer Stimme reagieren müssen. Österreich ist die Schutzmacht Südtirols. Österreich hat das Recht und die Pflicht, die Anliegen Südtirols zu vertreten. Anstatt einer klaren Stellungnahme zu diesem Sager folgte ein Durcheinander von Meinungen. Erst nach krampfhaften Windungen und Wendungen kam es zu einem Konsens, zu einer klaren Linie in dieser Grundsatzfrage. Mit einem Zickzackkurs macht man in der Politik keinen Eindruck. Klarheit im Wollen ist nach wie vor angesagt. Es ist nicht so, dass die Rechte Südtirols abgesichert sind. Eine Minderheit muss immer wachsam sein. Es muss uns zu denken geben, dass um uns herum Nationalismus und Zentralismus wieder ins Kraut schießen. Man muss sich wehren gegen den Zentralismus Rom und gegen die Gleichmacherei Brüssels. Man spricht zwar ständig von Rechten für bestimmte Gruppen. Es gibt auch für alles und jedes einen Tag. Für die Rechten, für ethnische Minderheiten hat man heutzutage wenig übrig. Jede Zeit fordert die Durchsetzung von Rechten ihre Mittel. Was in den 60er Jahren angemessen war, ist heute überholt. Das ist Geschichte und soll sich nicht wiederholen. Die heutigen Probleme und Verhältnisse müssen mit anderen Methoden gelöst werden. Zu tun gibt es auch für die heutige Generation mehr als genug. Man täuscht sich, wenn man meint, dass heute alles amtlich geregelt sei. Im Gegenteil, die Institutionen sind heute schon vielfach überfordert und sie werden es in naher Zukunft noch mehr sein. Denken wir nur an die Veralterung der Gesellschaft, an das Problem der Zweitwohnungen, dass manche Dorflandschaft zeitweise in Geisterviertel verwandelt und gleichzeitig verhindert, dass junge Leute ein eigenes Heim gründen können. Denken wir an die Zuwanderung, die vielleicht die größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte sein wird. Vom Ausland können wir in dieser Frage nur das eine lernen, dass man mit nichts tun gar nichts lässt. Hier wird man sich gewaltig anstrengen müssen, um Lösungen zu finden, die für alle Seiten akzeptabel sind. Wir haben in Südtirol das große Glück, dass das Ehrenamt in unserer Gesellschaft noch einen hohen Stellenwert einnimmt. Zusammenhalt, Gemeinschaftssinn und Solidarität braucht es heute und morgen denn je.
die Grundhaltung Herrspamers kann für uns auch hier richtungsweisend sein. Im Mittelpunkt seines Denkens und Handelns stand bei ihm immer der Mensch.